Alle 30 Tage verändern wir unsere Gewohnheiten. Hi, hier ist der Alex und der Stefan vom Monatsmob. Ja. Was ist der Monatsmob, Alex? Ja, wir haben den Monatsmob gestartet, weil wir zwei unsere Gewohnheiten ändern wollen. Genau, das tun wir. Und zwar machen wir das, indem wir alle 30 Tage uns ein neues Ziel setzen. Und das führen wir dann jeden Tag aus. Genau. Und warum 30 Tage lang? Weil es wissenschaftlich bewiesen ist, dass man ungefähr 30 Tage, manche sagen auch ein bisschen weniger, braucht, um Gewohnheiten zu installieren. Also dass quasi neue Verhaltensweisen zu Gewohnheiten werden. So sieht's aus. Genau. Und wir wollen das so machen, dass wir nicht gleich irgendwie uns vornehmen, die Welt zu verändern hier mit einem Schlag oder uns auch komplett hier von 0 auf 100 zu bringen, sondern es gibt ja drei Bereiche, in denen wir uns bewegen können. Es gibt diesen grünen Bereich, die Komfortzone, in der wir uns aufhalten, wo wir uns komfortabel und sicher fühlen. Genau. Dann gibt es den gelben Bereich, wo wir reingehen werden in diesen Monatsmob, um eben aus der Komfortzone rauszukommen, um was zu verändern. Und dann gibt es den roten Bereich, wo wir versuchen, nicht reinzukommen. Also roter Bereich wäre, wenn ich jetzt, nehmen wir mal das Thema Sprechen her, wenn ich irgendwie auf einmal, wenn ich ein Problem habe, ein bisschen vor Leuten zu sprechen und dann vor allem auf einmal vor 1000 Leuten sprechen müsste. Das wäre, wenn es nicht funktioniert, halt wenig hilfreich. Genau, also die gelbe Zone ist die Lernzone, da lernen wir sozusagen. Und die rote Zone ist eine Panikzone, da haben wir einfach nur Panik. Das hat nicht so viel mit Lernen zu tun, das ist einfach nur Stress für uns. Und Ziel ist letztendlich quasi unsere grüne Zone, die Komfortzone, immer weiter zu erweitern, dass quasi selbst was jetzt für uns irgendwie noch, wie soll man sagen, vielleicht etwas anstrengend ist oder ungewohnt, irgendwann mal zu einer Gewohnheit wird. Genau. Dass einfach das Leben ganz, ganz easy wird, sozusagen. Und als Beispiel, um mal konkret zu werden, was nehmen wir uns vor für einen Monat? Wir sagen zum Beispiel, wir gehen jeden Tag eine Stunde an die frische Natur. Genau, oder wir meditieren, jeden Tag. Oder wir schauen, dass wir einen Monat lang im Supermarkt kein Plastik mehr einkaufen, also alle Lebensmittel ohne Plastik einkaufen. Genau. Oder auch wir stellen unsere Ernährung einfach um, einen Monat lang. Oder wir duzen alle Leute ab sofort. Gute Idee von dir übrigens. Danke. Wobei du gesagt hast, in der Arbeit duzt ihr euch schon alle. Wir duzen uns in der Arbeit schon alle, ja. Der erste Tag in dem Monat fängt dann damit an, dass man zu einem Polizisten hingeht und ihn gleich duzt. was haben wir noch? Das wird irgendwann, aber das sind jetzt schon dann wirklich die Fortgeschrittenen und das ist ja der Witz am Monatsmob eigentlich, dass man so mit den kleinen Dingen anfängt, weil eine Stunde lang rausgehen ist jetzt nicht wirklich, es kostet zwar ein bisschen Überwindung, aber es ist jetzt nichts wirklich Dramatisches, vor dem man Angst hat. Genau, wir fangen mit einfacheren Dingen an und steigern uns dann im Laufe der Monate. Auch genau. Mit eurer Hilfe, mit deiner Hilfe, weil wir vorhaben, dass ihr auch mitentscheidet, was wir denn als nächstes dann tun. Und dann ist der Gedanke, dass wir zusammen halt kräftiger sind und mehr Macht haben und uns auch gegenseitig kontrollieren können, ob wir das dann auch getan haben. Das ist eine sehr wichtige Sache, wenn man neue Sachen etablieren möchte, dass man einem anderen auch Report abstattet, ob man es denn jetzt getan hat. Genau, also wenn wir jetzt gerade bei dem Thema schon sind, also grundsätzlich wird so aufgebaut sein, es wird ja ein Podcast werden und wir fangen dann quasi immer am Anfang des Monats an, machen den Vorstellungspodcast, erzählen kurz, worum es geht. Und es wird auf jeden Fall auch immer am Ende des Monats eine Folge geben, wo wir nochmal so Resümee ziehen. Und dazwischen wird es dann ein, zwei Folgen geben. Es hängt immer davon ab, wie viel wir eigentlich uns zu erzählen haben. Vielleicht gibt es noch ein paar Blog-Einträge. Aber das ist eigentlich auch genau der Witz, warum eigentlich jeder mitmachen kann, weil wir ja so auf Austausch auch aus sind. Nicht einfach nur, wir machen irgendwas und jeder andere soll es danach machen oder so, sondern das ist eigentlich der Witz. Jeder macht es gleichzeitig. Und wir können dann auch davon profitieren, was andere für Erfahrungen schon gemacht haben. Ja, und uns gegenseitig unterstützen, falls wir sehen, wir brauchen noch ein bisschen einen Tritt in den Hintern. Genau. Oder vielleicht haben wir auch Probleme, Sachen umzusetzen. Wenn wir dann die anderen Sachen später anschauen, die sind ja auch nicht ohne. Da muss man, seid doch
Methoden finden, um jetzt Leute anzusprechen, wenn wir genau den Monat haben, wo wir sagen, wir wollen jeden Tag jemand Neues ansprechen. Da muss man sich trauen. Da muss man sich trauen, ja, genau. Ich trau mich. Ich trau mich. Bei dem, wir haben auch hier Bändchen extra uns schön gemacht. Das steht auf der einen Seite eben monatsmob.de drauf. Und auf der anderen Seite steht, ich trau mich. Und das deshalb, weil wir gesagt haben, wie wollen wir uns daran erinnern, dass wir eigentlich jetzt gerade in unserem Monatsmob drin sind. Wie wollen wir jeden Tag wissen, dass wir die Aufgabe erfüllen? Wie können wir uns daran erinnern? Und dann bist du, glaube ich, auf die Idee gekommen oder irgendwo haben wir gelesen. Das war deine Idee. Aber war unsere Idee. dass wir so ein Bändchen uns nehmen können. Und dann haben wir kurzerhand jetzt welche gemacht, die wir dann auch gerne an Leute abgeben, die das haben wollen. Aber lass uns erstmal loslegen mit dem ersten Thema und dann genau schauen wir mal, wie das funktioniert. Also falls es jemand interessiert, schaut einfach auf unsere Homepage, da würdet ihr es gleich sehen. Aber es ist schön grün, also man wird ständig daran erinnert, es ist schön leuchtend, man schaut ja auch ständig auf seinen Arm. Also es ist wirklich, wirklich eine hervorragende Idee gewesen. Ja, und grün deshalb, weil wir gesagt haben, das ist die Farbe der Extrovertiertheit, des Rausgehens, des Veränderns. Genau. Soweit ich weiß. Genau. Und wo wir schon bei der Veränderung sind, jetzt nochmal so als Motivator, warum soll man da jetzt eigentlich mitmachen, warum kann man da mitmachen, warum macht Spaß mitzumachen? Eigentlich hat ja jeder Ziele im Leben irgendwie. Ich meine, oder vielleicht nennen es manche nicht nur Ziele, sondern sogar Träume, weil es noch weiter weg ist. Es kann jetzt Autor sein, Rockstar, es kann beziehungstechnisch sein, dass man größeren Freundeskreis aufbaut. Keine Ahnung, was kann man denn noch alles? Geld, dass man gesünder lebt. Dass man gesünder lebt, ganz wichtig. Dass man lang lebt, dass man schöne Erfahrungen hat. Ich meine, um irgendwie schöne Erfahrungen zu haben, musst du dich ja auch raustrauen. Du musst ja irgendwie, genau, musst was unternehmen. Ja, genau. Du musst nicht, aber wenn du es machen willst, dann solltest du es machen. Wenn du immer nur in deiner Komfortzone bleibst und immer nur vom Fernseher sitzt und dich nicht raustraust, dann wirst du nie schöne Momente erleben. Und, oder wenige. Wenige, ja. Wenige. Und naja, und egal, ob du jetzt Musiker werden willst oder was auch immer, ein Stück weit musst du immer dich halt auch motivieren, irgendwas Extravagantes zu tun, rauszugehen aus deiner bisherigen Komfortzone, irgendwas Neues zu machen. Und das ist eben unser Ziel, dass wir uns im Prinzip daran gewöhnen, ständig Neues zu machen. Dass es uns immer leichter fällt, neue Dinge zu tun. Und ich denke letztendlich, dass jeder von sowas profitiert. Jeder wächst dadurch. Und egal, was dein Ziel ist im Leben, wir können dir nicht vorgeben, was dein Ziel ist im Leben. Das mag was komplett anderes sein als bei uns, aber trotzdem denken wir, dass du da genauso davon profitieren kannst. Über diese kleinen Schritte können wir dafür sorgen, dass wir auch Großes verändern können, Step by Step. Genau. Und das Schöne ist ja, es gibt ja ganz viele so Persönlichkeitsentwicklungsprogramme, da hast du dann irgendwie einen Videokurs und da wird dir dann gesagt, mach dies, mach das. Aber wenn du jetzt nicht gerade einen Freundeskreis hast und alle in dem Freundeskreis das machen, was jetzt, habe ich noch nie gehört, dass es sowas auch gibt. Gibt es wahrscheinlich, aber ist eher selten. Und aber da kannst du dich halt relativ easy uns anschließen und du musst, selbst wenn du jetzt den ersten Monat verpasst, kannst du ja trotzdem den Podcast dann irgendwann zeitversetzt hören und kannst diesen Monat machen und hast trotzdem noch diesen Erfahrungsaustausch im Prinzip mit uns. Oder mittendrin und einsteigen geht da genauso gut. Geht genauso, ja. Und also nicht mittendrin im Sinne von, dass du zu einem neuen Monatsbeginn mit einsteigst. Weil mittendrin einsteigen macht dann auch wenig Sinn, weil, wie wir gesagt haben, man braucht 30 Tage, um irgendwas Neues zu etablieren. Genau, ja. Ja. Und wir freuen uns natürlich echt über jeden, der mitmacht, weil wir können da wahrscheinlich ziemlich krass davon profitieren. Einfach, wenn andere Leute es genauso tun und die haben wahrscheinlich ganz andere Sichtweisen, gehen da ganz anders ran. Und wenn die einfach Feedback uns geben, dann profitiert auch jeder davon. Genau, einfach. Das ist das Wichtigste, dass du davon profitierst. Genau. Jeder bei sich. Ja. Jeder muss bei sich anfangen. Genau. Anders geht's nicht. Also wir sind beide der Meinung, dass man die Welt nur verändern kann, indem man bei sich selbst anfängt. Ja. Ganz wichtige Sache. Wie innen, so außen. Ja. Wo wir gerade beim Außen sind, wo sind wir eigentlich gerade? Alex. Irgendwie haben wir ganz vergessen. Man muss nämlich dazu sagen, wir werden gerade beobachtet von unserer Crew, die unser Boot hier lenkt. Ja, Kevin Crew. Ja, wir sind. Ist dann am Lough Ree, heißt er, glaube ich. Ein schöner See in der Mitte Irlands. Ja. Das Wetter ist nicht ganz so schön, aber ich glaube, es ist hell genug, dass wir erkannt werden können. Glaube ich auch.
Und ja, wir machen hier einen schönen Irlandurlaub. Ja, auch was, sehr schön. Auch eine neue Erfahrung. Wir waren alle zum ersten Mal in Irland und es gefällt sehr gut. Und wir fahren auch alle zum ersten Mal Boot. Also nicht, dass wir hier so eine Yacht gemietet haben mit einem fetten Kapitän. Das ist einfach so ein kleines Bödle, was man selber fahren kann. Und ziemlich coole Sache. Und zu siebt ist auch relativ eng an Bord, aber es geht. Also wir haben uns gut verstanden die letzten Tage. Ja, ja, allerdings. Gut, hast du da eigentlich auf deinem Handy eine Zeit laufen? Wie sind wir eigentlich zeitlich gerade? Weißt du das? Da unten steht es, 11 Minuten. 11 Minuten, sind wir gut in der Zeit, okay. Was wollen wir noch? Wir haben noch gar nichts über uns erzählt. Wer sind wir eigentlich? Ja, magst du anfangen? Ich mag anfangen. Ich bin der Stefan, manche mögen mich kennen vom Secret Wiki. Meine Vision ist es, Wissen zu vermitteln an Leute, die sich persönlich weiterentwickeln wollen. Und mit dem Ziel, dass die Welt für uns alle nachhaltig lebenswerter wird. Das heißt, dass wir alle harmonischer zusammenleben, dass wir unsere Liebe auch zum Ausdruck bringen, unsere Freude, dass wir schauen, wie wir uns ernähren, was wir der Umwelt auch antun. Ich komme eigentlich aus dem Nachhaltigkeitsbereich, habe Elektrotechnik studiert. Und also wir haben zusammen mal studiert, genau. Elektrotechnik, daher kennen wir uns eigentlich. Muss man so sagen, nicht ich habe, sondern wir haben. Naja, aber du auch. Wir haben. Und habe dann im Bereich erneuerbare Energien gearbeitet, habe da dafür gesorgt, dass Solarstrom mehr in die Welt fließt als Atomstrom. Aber dann gesehen, das ist nicht so die Berufung von mir. Ich habe gesehen, dann nebenberuflich meine Seite gegründet und gesehen, dass ich darüber mehr Leute erreichen kann, mehr meine Message rausbringen kann, als wenn ich jetzt ein Photovoltaikgerät programmiere. Und das ist bis jetzt absolut eine richtige Entscheidung gewesen, mich da selbstständig zu machen 2011 und jetzt eben meine eigenen Webseiten zu machen und dann eben auch Webseiten für andere, auch im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, also schon spezialisiert. Okay, du hast gerade... Nicht Scheuklappen, aber spezialisiert. Du hast gerade gesagt, du hast eine Seite gegründet. Was ist das für eine Seite? secretwiki.de ist ein Portal für Persönlichkeitsentwicklung, so ein alternatives Wikipedia könnte man es bezeichnen, wo wir das trifft ziemlich gut, ja. Wissen sammeln für eine neue Welt, für deine neue Welt, wo Informationen bekommst, was du in deinem Leben tun kannst, welche Literatur du lesen kannst, welche Filme du anschauen kannst, was Affirmationen sind, was Meditation ist, was Yoga ist. Alles, was irgendwie dazu führt, dass Geist, Körper und Seele mehr in Einklang kommen und man auch seine Berufung vielleicht findet und seine Gewohnheiten verändert. Also das Projekt, das wir jetzt hier anfangen, passt sehr gut rein. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und also es ist sehr schön, weil in dem ganzen Wiki, da sind halt einfach auch Sachen drin, die jetzt nicht unbedingt immer zu 100% wissenschaftlich belegt sind. Deswegen ist es auch eine gute Alternative zu Wikipedia, weil aus Wikipedia wird ja schnell was gelöscht, was jetzt nicht eine harte Fakte irgendwie dahinter steht. Genau, wir sind so ein bisschen im grenzwissenschaftlichen Bereich unterwegs. Es klingt jetzt alles vielleicht ein bisschen spooky, aber das ist alles total auf dem Boden geblieben. Also das kann ich bestätigen. Genau, wir sind über 100 Leute, die sich gegenseitig kontrollieren und davon sind alle, die ich kenne, wirklich auf dem Boden geblieben. Also wir schreiben auch zu allen möglichen Sachen. Wir leuchten immer beide Seiten, Pro und Contra, und scheuen nicht davor, auch Kritik zu üben an bestimmten Methoden und Personen in der Welt. Eine andere Person in der Welt bist du. Schlechte Überleitung, aber was machst du, Alex? Okay, also nochmal vorne angeknüpft. Wir hatten ja gesagt, wir haben uns während dem Studium kennengelernt. Ich habe mich in eine ganz andere Richtung im Studium dann entwickelt. Ich bin eher in die digitale Richtung gegangen, so Musik, Programmierung, Musiksoftware und so ein Zeug. Und ich arbeite jetzt eben als Programmierer für eine sehr große Firma, Dolby, die halt Audio-Gedöns-Software entwickelt für alles mögliche, Kino, Fernseher und so. Das mache ich 4 Tage die Woche. Es war eine der besten Entscheidungen eigentlich, dass ich meine Arbeitszeit reduziert habe. Was ist das jetzt zu lachen? Eine der besten Entscheidungen. Doch, okay. Wirklich, das war wirklich gut. Ja. Und den einen Tag, den ich jetzt frei zur Verfügung habe, da mache ich zum Beispiel, ich bin DJ und produziere auch Musik, jetzt im Moment im elektronischen Bereich, und habe da auch einen Blog, der heißt orgasmic.com. Wie wird das genau geschrieben?
Also O-H-R und dann wie das Gas, also erst das Ohr, dann das Gas und dann wie das englische Mike, M-I-C.com, orgasmic.com, das ist halt ein Wortspiel, Orgasmus sozusagen. Und in diesem in dem Blog, es ist eigentlich auch so ein bisschen eine Mischung aus Persönlichkeitsentwicklung und Musik, so in etwa. Und weil ich habe da Potenzial erkannt, gerade in der elektronischen Musik ist alles irgendwie, finde ich, ein bisschen festgefahren. Aber trotzdem entdeckt man jetzt gerade so einen Wandel, da kommt jetzt gerade so ein Impuls rein. Es ist so ein bisschen, die elektronische Musik ist gerade so ein bisschen die Hippie-Szene, finde ich. Und da findet man im Moment immer mehr Verbundenheit eben. Und das habe ich so für mich als Anlass genommen, jetzt nicht nur über Musik einfach zu bloggen, weil die meisten Musikblogs, die finde ich ziemlich langweilig. Da geht es einfach nur, hey, hier ist die Platte, die finde ich gut oder die finde ich scheiße. Und da ist eine Band, da war ich auf einem Konzert, bla bla. Und bei mir geht es halt um ein bisschen mehr, ist so die Verknüpfung aus Musik und persönlichen Dingen. Also jetzt nicht nur, ich berichte nicht immer nur davon, wie mein Tag war oder so, sondern... Nee, gar nicht, das geht tiefer und das ist auch gut so. Also ich finde Alex Blogartikel geil. Schaut mal rein. Genau, und sonst, was vielleicht noch wichtig zu erwähnen wäre, ich habe auch eine NLP-Ausbildung gemacht, ein NLP-Practitioner. Wer das jetzt nicht kennt, NLP, das ist so eine Kommunikationstechnik, da geht es viel um Wahrnehmung, wie man bessere Verbindung zu seinen Mitmenschen aufbaut. Und es geht dann teilweise auch so weit, dass man Leute in Trance versetzt, also es geht so ein bisschen in die Hypnose-Richtung. Man weiß, wie man leichter Verbindung zu seinem Unterbewusstsein aufnimmt und das ist auch, also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, das ist ganz toll, weil... Also ich empfehle jedem, fangt mit euch selbst an, euch mit euch selbst zu beschäftigen, das ist gut. Genau, ja. So kann man es zusammenfassen. Genau, ja, richtig. Weil Unterbewusstsein, das wird bei uns in der westlichen Welt immer so... Dem wird nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt. Dabei steuert es fast unser komplettes Leben. Genau, über 90% eigentlich. Mhm. Ja. Und dann sind wir auch wieder beim Thema Gewohnheiten, weil genau. Gewohnheiten ist das, was im Unterbewusstsein vermutlich abgelegt ist. Und wir merken gar nicht, dass es Gewohnheiten sind. Wir stehen auf und machen jeden Tag ungefähr das Gleiche. Es sei denn, man ist mal im Urlaub, dann muss man vielleicht einen anderen Weg auf die Toilette wählen. Aber ja. Sonst, genau. Ich habe mal gehört, 95% von den Sachen, die am Tag ablaufen, sind automatisiert irgendwo. Also es ist schon krass, wie wir Gewohnheitstiere sind. Deswegen haben wir gesagt, stellen wir mal an der Schraube ein bisschen rum, indem wir dieses Projekt hier starten. Genau, weil wir beide eigentlich, würde ich sagen, ziemlich gutes theoretisches Wissen, fundiertes haben, was Persönlichkeitsentwicklung betrifft. Sicher auch ein bisschen praktisch, aber da hapert es halt noch ein bisschen mehr in die Praxis. Wir sind dabei, das umzusetzen, aber genau. Wir haben mehr Theorie als Praxiserfahrung bis jetzt. Genau. Wenn es theoretische Erfahrung überhaupt gibt. Also theoretische Erfahrung ist einfach das Wissen, was man abgespeichert hat, vermutlich. Und allein deswegen ist wahrscheinlich der Monatsmob auch schon wertvoll, weil man am Anfang von so einem Monat einfach auch anfängt, seine eigenen Gewohnheiten mal zu hinterfragen. Das ist ja auch schon total wichtig, dass man sich einfach mal selber beobachtet auch. Das ist der erste Weg, denke ich. Beobachtung, dann feststellen, was ist verbesserungsfähig und dann loslegen. Ja, genau. Mit dem Loslegen, das ist der entscheidende Punkt, an dem es meistens scheitert, genau. Wenn es denn scheitert. Von daher. Genau, weil zum Beispiel, wenn es jetzt zum Thema Ernährung gibt, eigentlich weiß fast jeder, was gesunde Ernährung ist, aber... Umsetzen tun es die wenigsten. Ja, genau. Von daher, let's go. Ja, und wann geht es jetzt genau los? Ja, haben wir das schon abgesprochen, wie war das? Wir legen jetzt am 1. des Monats los, oder? Genau. Das heißt, wir fangen am 1. Oktober. Oktober an. Wir fangen am 1. Oktober 2014 an. Das wird ein geschichtsträchtiger Tag. Passend dazu kommt gerade die Sonne ein bisschen durch. Mir läuft die Nase ein bisschen, ich hoffe, das sieht man nicht am Video. Wo hast du Tempo? Ich habe eins dabei. Das ist anstecken. Genau, also am 1. fangen wir dann an, mal das erste Thema zu erläutern, was sein wird. Dass wir jeden Tag eine Stunde an die freie Natur gehen. Bisschen bewegen. Genau. Was bei mir wirklich auch so stehen bleiben kann von der Aussage, weil ich echt viel daheim sitze vor meinem PC. Meine Freundin sagt schon immer, geht nicht, aber geht halt irgendwie doch bis jetzt. Bei mir geht es wirklich dann rausgehen, was man immer dort auch tut, ist einem selbst zu überlassen. Es gibt natürlich Leute, die schon eine Stunde draußen sind am Tag, denen
können wir dann sagen, vielleicht macht eine Stunde Sport oder ja, also da geht zwei Stunden raus oder geht mal eine andere Route raus oder ja, macht mal was Neues aus. Genau. Aber das können wir dann in der nächsten Folge noch konkreter definieren. Genau. Ja, ich würde sagen, dann sind wir eigentlich durch, oder? Ja. Ich denke auch. Ja. Gute erste Folge. Also, macht's gut, bleibt dran und schreibt uns einen Kommentar drunter, was ihr von der Idee hier haltet und ob ihr noch Fragen habt vor allem. Dann können wir die im nächsten Video beantworten. Genau, sind noch 2 Wochen Zeit dann quasi, ab Veröffentlichung des Videos bis zur ersten Folge und dann haut in die Tasten. Stay tuned. monatsmob.de Stefan, Alex. Ciao. Peace. Oh. Ah. Glass overboard! Glass overboard! Glass overboard! Kamera overboard! Monatsmob.